Yo, ist Mr. Mike, heute mit dem letzten Ballvideo, das ich jetzt erstmal habe von Andre, weil Andre hat mir ja drei Bälle zugeschickt, die ich noch nicht hatte und hat gemeint, ich soll da Videos dazu machen. Falls ihr das verpasst habt, hier verlinkt eins von den zwei, einmal den offiziellen Spielball und einmal einen, mit einem schweren Gewicht, mit einem Ball mit, weil 8 Kilo hatte der, das weiß ich immer noch nicht, ich müsste ihn wiegen, mache ich vielleicht noch. Und jetzt hier einen mit einem Oversized Ball, wie groß soll der nochmal sein, hat er geschrieben, 87 cm Umfang hat der. Der hat es nicht aufgepumpt in meinen Karton, in seinen Karton geschafft, hat er gemeint. Aber meine, Ballaufpumpsequenzen sind ja schon Kult. Daher ja, wird hier gleich gepumpt. Eine gute Pumpe unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das Ding ist, was ich mir jetzt denke, was macht man mit dem Ball? Ja, der ist doch anscheinend auch fürs Werfen. Weil natürlich, umso größer der Ball, umso schwieriger ist es, den Ball oben in den Ring zu bekommen. Weil der Radius, der Durchmesser natürlich daher schrumpft in der Hinsicht. Ihr wisst, was ich meine. So, ich würde mal sagen, pumpen. Ich bin ein bisschen, ja, doch. Für euch wird gepumpt. Andre hat sich's gewünscht. So, oh, boah, fies, Alter. So viel habe ich noch nie gepumpt, Alter, aber es ist ein großer Ball, okay? Also seid gespannt. Oh, könnte ein bisschen länger dauern. Okay, ja, ja, Logan. Warte mal, hier haben wir einmal den. Oh, so, ihr seht den Unterschied, oder? Es ist ein Unterschied, ja? Oder? Sieht man das Größenverhältnis. Das sind jetzt ja zwei Trainingsbälle, von denen habe ich ja schon ein Video gemacht. Das ist der schwere Ball und das ist der große Ball. Sieht man. So, jetzt so vom Gedanken her, es ist ja krass, wenn du mit dem so wirfst. Aber federleicht im Verhältnis zu dem, ist der leichter als ein... Ist der noch leichter als ein größerer 7-Ball? Der fühlt sich echt super mega leicht an. Der ist doch nicht so schwer wie ein normaler Ball. Habe ich jetzt noch den anderen Spielball da? Ne, der liegt jetzt da hinten. Okay, krasses Teil. Ja, mit dem Wurfübungen machen ist interessant. Da muss ich echt... Da mache ich ein Video drüber, mit dem 100 Würfe nehmen, wie, auf wie viel Prozent ich da komme. Er hat auch geschrieben, er bleibt mit der Wurfquote, bleibt aber mit dem Ball ungefähr gleich. Schlecht, hat er geschrieben. Sehr lustig. Ja. Bin gespannt. Ansonsten mit dem großen Basketball. Ich darf ihn benutzen. André, du hast ja geschrieben, ich darf ihn benutzen auf Tartanboden, gell? Auf Asphalt natürlich nicht. Bin gespannt. Cooles Teil. Es ist total ungewohnt. Jetzt würde ich auch noch gerne wissen, André, wieso hast du die Bälle eigentlich gehabt? Hast du so viel trainiert damals und so? Bist du Profi gewesen? Weil hat ja nicht jeder zu Hause so einen großen Trainingsball und so einen schweren. Also so, keine Ahnung. Würde mich auch interessieren, können wir gerne Feedback geben. Hilft das was, mit so einem Ball zu trainieren? Wegen größerer Ball und der Radius, der Durchmesser wird dann halt kleiner, daher, dass es schwieriger ist zum Treffen. Macht das wirklich einen Unterschied? Aber er fühlt sich unglaublich leicht an. Oder liegt das daran, dass ich einfach so stark bin mittlerweile, weil ich so viel trainiere? Man weiß es nicht, ne? Nee, der ist leichter. Der ist leichter als ein normaler Größe 7-Ball, oder? Das fühlt sich sehr komisch an. Vor allem die Größe. Man sollte echt mal in die Halle gehen und dann hast du diese Bälle schon vorbereitet, alle ausgetauscht, so, nur mal um zu gucken, wie die Leute reagieren und die nicht darauf vorzuwarnen. So, wo du denkst, irgendwas stimmt da nicht. So viel gesoffen gestern? Was ist passiert? Wo bin ich hier? Weißt du so? Wäre ein lustiger Gag. Also der Ball hat schon was. Steht das hier drauf, dass der Größe 8 hat oder so? Nicht, gell? Aber auch nicht Größe 7. Ist sehr witzig. Ein sehr komisches, lustiges Feeling auf jeden Fall. Coole Sache. Ja, André, nochmal vielen Dank für alles. Hab schon alle Videos gemacht jetzt zu den Bällen, aber mit dem werde ich auf 100 Würfe machen. Da bin ich sehr gespannt drauf, was da meine Quote macht. Ob ich da noch an die 80 drankomme. Das mache ich. Natürlich auf Tartanboden, nicht auf Asphalt. Ich will hier nichts kaputt machen. Es ist, Bälle sind mir heilig, weil wenn es nicht meine sind, die gehen ja auch wieder zurück. Ihr wisst das ja, André hat mir die Bälle echt nur geschickt, damit ich Videos dazu mache. Hat mir hier noch 10 Euro dazu gegeben, dass der Versand, der Rückversand bezahlt ist. Hammer! Also das ist wirklich der Hammer! Ehre! Unten in die Kommentare schreiben, André nochmal, der hat Ehre ohne Ende verdient. Vielen Dank, sowas Nettes, sowas Liebes, sehr geil. Ja, das war's schon wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Mr. Mike. Brrr.